wenn ich jetzt beim Platz wegmachen auf die Aufnahme beenden Taste gekommen. Achso. Ich war jetzt kurz. Oh. Ich war jetzt kurz verwirrt, warum das Schaf mich so anguckt. So. Dann ernte ich die Felder erstmal ab und lasse so stehen. Und hier machen wir das so, dass man kommt nämlich das dann hierher. Sondern eine massive Säule. Die das hier alles schützt. Moment. Da ich gerade eh keine Erde habe, mache ich aber die Mauer zu Ende. So, ich habe mir gesagt, mich da drüber zu bauen, weil ich da auf die Fresse fliege. Ich kenne mich ja. So. Und die Mauer geht dann noch drei Felder hoch, genau. Da kann ich ruhig hinten runterfliegen, das ist egal. Schaffe ich aber. Na dann. Hier habe ich Lücke drin, warum auch immer. Ist ja auch egal. Jetzt runterfliegen wir wieder uncool, weil dann würde ich nicht mehr hochkommen. Und da ist auch der Steinadler. Aua. Frage ist, wie sieht das von hier aus? Das sieht schon ein bisschen strange aus. Also sollte ich vielleicht doch dann muss ich doch eine Steinwand ziehen. Das sieht komisch aus. Wenn ich in der Erhebung von 1 mache, ist ja kein Problem, aber es ist komplett das sieht seltsam aus. Nee, will ich nicht. Das sieht doof aus. La 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 la. Was ist bald? Hallo, haben wir es bald? So. Dann halt nicht. Und dann machen wir hier halt Erde hin. So. Hier, da, damit das alles ein bisschen natürlich wirkt. Und dann haben wir hier auch jetzt endlich alle diese Dinger hier komplett eingegraben, weil das Ende hier lag ja jetzt so ein bisschen halb frei. Jetzt ist es auch eingegraben, super. Gerade nicht dann habe oder nicht, ist ja egal, es gibt ja keine Monster momentan.
Aber ich weiß, warum ich mich so hart verbaue hier gerade. So, da, hier, hopp, hopp, hip. Und dann war's das. Moment, lass uns kurz mal die Musik umändern. Jawoll! Avesom intelligentester Cut, den ich ever gemacht habe. Also zur Erklärung, ich wollte so einen schnellen Cut einfügen und so tun, als wäre ich nichts gewesen, um mir kurz ein Heißgetränk zu holen. Ja, wenn man dabei natürlich das hier macht und nicht das hier, dann läuft natürlich der Tag weiter und dann funktioniert das nicht. Tja, die kleinen Tricks des Let's Plays. Wir haben uns halt mal wieder verkackt. Bäume stehen hier sehr ungünstig eigentlich. Oh mein Gott, ich brauch's mehr Erde. Ist mein... Dieser Knospe lebt doch, gell? Genau. So, Bäume kann ich placken. Placken vor allen Dingen. Hier rein, genauso wie die Samen können alle da rein. Nicht mein Brot, die Samen, sagte ich. Erz und der Spaß kann wieder hier rein. Das kommt aber eigentlich woanders hin. Genauso wie die Ofenkartoffeln, die kommen eigentlich nicht hierher. Genauso wie die Äpfel, die kommen eigentlich auch nicht hierher. Genauso wie die Pilze, die gehören ja auch nicht her. Das hier nämlich alles eher zu Nahrung. Nahrung. So. Nahrung. Dann haben wir noch das Blut. Da kommt noch das da und das da wieder rein. Und da habe ich wieder Platz, ein bisschen Platz im Inventar. Lasse Pizza im Inventar. Was will dir? So, nehmen wir uns mal ein paar Steine mit. Und dann geht's weiter. So, Steiner regeneriert sich ja wieder. Also, es tut sich von... Da ist ein Chaser Rain! Oh mein Gott, ich will es haben. Ich hab noch keinen Pokéball, ey, so ein Scheiß. Ich überlege gerade, ob es bleibt, eventuell. Probieren wir mal ganz kurz mal. Gucken mal, ob wir was im Vogel... Alter, Chaser Rain hätte ich so gerne. Ich liebe Chillast. Allgemein hab ich ein übelstes Faible für Pflanzen-Pokémon. Weizenkörner was dropped on the ground, okay? So, wow, mal schauen, ob wir gerade ein paar Pokébälle hier... Also, Pokébälle kriegen wir da noch nicht raus, aber... Hui! Oh. Der Moment. Den müsste ich vorher eventuell ein bisschen Platz machen im Winter. Wir brauchen Eisen auf jeden Fall noch. Das werde ich gleich sehen, warum. Und wir brauchen nicht. Den Diamant haben wir natürlich. Moment, erstmal Erde noch weglegen. Okay, wir brauchen erstmal einen Amboss. Da gibt es nämlich einen speziellen. Nämlich den hier, dann brauchen wir die da. Lalalalalala. Da. Na gut, dann wollen wir mal den Hammer schwingen. Und zwar legt man dann das Ding hier drauf und schlägt damit den Hammer ein bisschen auf die Scheibe ein und das dauert dann halt ein bisschen.
la 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 la. Da gehen die Pokebälle noch schnell, die Platten, die gehen ja noch langsamer. Ich finde auf jeden Fall eine geile Animation und ich finde es geil, dass das so ein bisschen wie Skyrim gemacht wurde. Das gefällt mir einfach nur. Das gefällt mir. Ich finde es geil. So, und jetzt können wir nämlich hier mal... So, da liegt der ganze Kurbelsitze. Wir brauchen hier eh eine Workbench, fällt mir gerade auf. Obwohl, hier ist eine Kiste hier. Mit Stein und Erde, wer hätte es gedacht. Dann fällt der ganze Stolk auch mal rein und dann kann er das später wieder rausholen. Und ich nehme mal ganz kurz eine Kiste und eine... Ach komm, einmal Holz mit. So. Hui. Dann wollen wir mal hier die Kiste dahin stellen und dann wollen wir mal die Workbench dahin stellen. Sieht doch scheiße aus. Dahin stellen. Und dann wollen wir mal... Steine brauchen wir auch noch. Stimmt, da war ja noch was. Und zwar muss man dann noch in die Mitte... Ein Stein! Huhu! Den typischen Pokéball-Knopf reintun. Frage mich zwar, warum er nicht einfach aus Eisen einmacht, aber pff, egal. Und einen Ofen brauchen wir ja auch noch. Ofen brauchen wir noch und dann brauchen wir natürlich noch Kohle für den Ofen. Und dann können wir hier mal den Spaß da rein tun. So. Ofen, dann Kohle rein, dann brennen wir die einzelnen Aprikosen schnell. So. Lalalala, kurz meinen Kaffee umrühren. Lol, ich bin so ein Held. Und dann haben wir noch eine blaue. Da können wir mal gucken, was ich glaube aus dem blauen kriegt und dem weißen kriegt man einen Pokéball raus. Ich glaube, das war so. Kann ich also aus den dreien einmachen? Ich weiß es nicht. Lol, da kommt das LOL. Mondball. LOL. Ist aber für Nacht-Pokémon ist ungeeignet für unsere Zwecke. Interessant. Quick Ball. Interessant, interessant. Ich glaube... Oh Moment, wir müssen natürlich... Ich glaube, so hat man einen gemacht. Nicht? Quick Ball. Und ging so einer. Superball. Ja, die nehmen wir auch noch. Superball ist gut. Also zwei blaue, eine rote brauchen wir für den Superball. Können wir uns, glaube ich, merken. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie das anders rauskriegen. So, mal schauen, was wir aus dem noch machen können. Das hätte jetzt meiner Meinung nach nach einer Farbe ausgesehen irgendwie. Lol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 
Anscheinend nicht mehr. Na gut. Wenn ich mal dabei bin, dann ist das nicht. Was ist denn da gerade vom Dach gefallen? So. Superball ist aber ganz gut. Kann ich gut gebrauchen. Oh. So rum natürlich. Und dann können wir hier mal ganz kurz nach längerem Craft. Ich find's auch geil, dass man Dinge craften muss, um daraus wieder neue Dinge zu machen. Das feiere ich, ja. Gonna catch them all. Den ganzen Rest werfe ich wieder hier rein. Werfe ich einfach mal hier rein. So. Damals ein Pokéball. Etwas sehr Besonderes im Minecraft, dass einfach mal was rund ist, aber hier ist ja schon ziemlich alles rund. Und dann können wir mal gucken, nachdem wir uns mit der Knospe geheilt haben, ob das Shelter Rain vielleicht noch da ist. Und selbst wenn ich zwei Pflanzen-Pokémon habe, ist mir das vollkommen egal. Wir können ein Pflanzen-Pokémon-Deck machen. Das wäre eine Option, dass wir einfach nur Pflanzen-Pokémon fangen. Dass wir uns das einmal vornehmen. Haben wir schon Kaffee getrunken? Ich hoffe, ich schniefe echt nicht die ganze Aufnahme zu. Das wäre unschön. Das wäre echt unschön. Chaser Rain, bist du noch hier? Magikarp. Ist klar. Warum nicht? Chaser Rain. Ivysaur. Kampf, Body Jack. Boah, Halter. Rasierblatt, können wir Rankenhieb Egelsam? Hau ich mal für Egelsam raus. Ja. Ivysaur. Welches Level bist du? Ich probier's mal. Kampf, Bodycheck. Okay, Tempo-Hieb, das ist krass. Ist not very effective, okay. Okay. Wir gewinnen das sogar noch. LOL. Level 21. Hey. Goldie. Ich habe gerade versucht, das Goldie irgendwie zu erwischen. Aber ging nicht. Na gut, bauen wir erstmal weiter. Schokolade auf die freie Fläche da hinten. Und die epische Musik ist sowieso zu Ende, da können wir eh nicht mehr kämpfen. Also ohne epische Musik kämpfe ich nicht. Nee. Das steht anders in meinem Arbeitsvertrag. Was ist denn kein Arbeitsvertrag? Aber wenn ich einen hätte, dann würde drinstehen nur mit epischer Musik. Ja. Steht, würde so drinstehen. Ja. So. Müssen wir uns gleich zwei nehmen. Sonst komme ich hier nicht mehr ran. Oh, das war alles stumm.
Hier muss natürlich trotzdem einer hin. Und dann kann ich... So, getrost den Spaß wegschmeißen und dann machen wir hier mit der Erde den Rest zu Ende. Und dann haben wir das auch geschafft, hier das Terraforming-Projekt. Auf der Seite der, des Plateaus zumindest. Ist ja ein Plateau, was wir uns hier erschaffen. So. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das eventuell gut erweitern kann, da wir das ja momentan nur so aus einer Mauer gemacht haben. Quatsch. Kann man das bestimmt irgendwie gut erweitern, stelle ich mir gerade vor, weil da habe ich mir drüber überlegt. Dass man vielleicht dann irgendwann so eine Doppelmauer draus macht und dann macht man Türme noch dran und dann hat man irgendwann wirklich so mal eine richtige Festung hier. Die dann auch in andere Richtungen erweitert werden kann. Da kommt dann Felder außenrum ran. So wie so ein richtiges Königreich hier hinten. Das würde schon geil aussehen. Andererseits ist das Haus da vielleicht dafür vielleicht ein bisschen klein. Da fehlen immer noch da oben die Dinger. Die haben wir damals vergessen dran zu basteln und haben die immer noch nicht dran. Ist so ein kleines Markenzeichen von dem Haus. Wie bei unserem Farmhaus. Diese eine Kante, die nicht übereinstimmt, über die ich mich damals so geärgert hatte. Die Wolke sich geärgert hat. Und ich habe mich dann mit Absicht drüber geärgert, damit er sich weiter drüber ärgert. Genau so rum war das. So. Dann mal die Bombe noch weg. Stört da ein wenig. Und ein bisschen Erde habe ich noch. Ich hoffe, es reicht jetzt für die kleine Fläche, die wir da haben. Den nochmal rumrennen möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. Aber ganz gut aus. ...44 habe ich noch. Und sieht ganz gut aus. Allerdings meistens, wenn ich das sage, klappt es doch nicht, so wie jetzt gerade eben. Da wieder unser Bauern-Ultra-Lied, warum auch immer ich das habe. So. Ich weiß, die stehen hier cool, die Bäume, aber wir müssen momentan erstmal ganz kurz alles wegräumen hier, weil wir müssen hier alles umstrukturieren. Da verschwinden momentan gerade die ganzen Bäume. Ist ja nicht so, dass sie mir nicht gefallen würden, nur... Könnte es passieren, dass sie dann nicht ins Klischee reinpassen? Und das will ja keiner. La 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 la. Zu groß ist der ja auch nicht, kann ich gut abernten. Das gefällt mir. So, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch. Hier ist noch was. Eisen habe ich nicht mehr bei mir. Da scheint auch nichts mehr zu sein. Dann die Kate ja hoffentlich gleich alles. Und wir nehmen noch einen Sonderbonbon gleich raus für unser... dieser Knopf. Das Abfällen der ganzen Bäume kriegen wir noch ein paar Äpfel. Gut, ich würde dann wiederum sagen, aber wir was machen können.
hier wieder irgendwas reingespawnt oder warum? Hier ist noch ein ganzer Baum, okay. Und das spawnt wahrscheinlich nicht weg wegen dem hier. So. Die beiden sind noch weg. Weil der eine Baum ist ja auch schon angeschädigt worden. Apfel. Und da ist ein Apfel. Man nennt mich auch den Apfeljäger. So, drei Äpfel haben wir. Und hier dieses Ding können wir perfekt hier züchten. Übrigens, la 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 und la la. So. Reicht's aber auch. Das ist ein Apfel. Super. Was spawnt denn da? Das spawnt einfach mal Kadabras. Warum nicht? Oh, das passiert übrigens manchmal. Ich weiß nicht warum, aber es passiert manchmal. Man wird einfach rausgeworfen. Und dann verschwinden die Kadabras. Welt lackt sich erstmal schön einen ab. Welt, hallo? Ja, super, jetzt sind meine FPS-Tag. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguess. Tja, einige von euch werden sich jetzt fragen, hä? Steht der hier, scheint der hier nicht vorhin schon und so? Und, nein. Ich möchte euch jetzt gleich mehrere Dinge erklären. Erstmal habe ich vorhin eine Aufnahme gemacht und, also was heißt vorhin, es ist vor ein paar Tagen gewesen, für euch ist es vorhin oder gestern oder was weiß ich. Und in dieser Aufnahme habe ich, wie ihr hier schon seht, die Felder mal abgeerntet, komplett alle Bäume hier rausgerissen und die Oberfläche angepasst. Kann man, hab gleich mal die Erde dabei, kann man gleich hier reinpacken. Weil wir hier alles gleichzeitig gleich machen wollten, dann haben wir hier eine Mauer gezogen. Also es war an sich nur Terraforming, aber das ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie was spezifisch groß tolles verpasst hättet. Außer dass mein kleiner Bruder mit in der Aufnahme war. Naja, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch den Pokémon-Mod noch drin. Diesen Mod habe ich ebenfalls jetzt rausgenommen. Und das hat einen ganz einfachen Grunde. Der Pokémon-Mod hat das Spiel komplett verändert, aus dem Grunde, dass keine Monster mehr waren. Und so Mods wie der Schwert-Mod oder so, den ich mir installiert habe, vollkommen schwachsinnig war. Und auch der Rest des Spiels doch ein wenig gelitten hat. Ich habe übrigens hier den Mod hier umgestellt, den hier. Das sieht ein bisschen cooler aus. Jetzt mit X kann man das machen. Dann kann man die GUI-Skal skalieren. Dann kann man hier die Farben skalieren und den Skin hier so. Dann habe ich mich für den WoW-like entschieden. Ja. Zudem das. Und dann habe ich jetzt mir die Freiheit genommen, ein paar Mobs hinzuzufügen zum Spiel, damit einfach die Rohstoff-Ohr-Sniper, die wir hier noch haben, stehen haben, und die extrem starken Schwerter, die wir ebenfalls besitzen oder machen können, einen Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich einen schon gemacht habe. Muss ich mal gucken, ganz kurz. Genau, den Dark Pulsar haben wir ja schon. Und deswegen habe ich mir den More Skeletons Mod hinzugefügt. Das heißt, wir werden eine ganze Menge neue Skelette jetzt haben. Es wird auch nur ein neues Item. Ich habe mich kurz mal informiert. Es wird nur ein neues Item von den Skeletons hinzugefügt. Und das ist ein
als ein Feuerknochen. Der allerdings ist jetzt auch nicht so besonders. Wenn man 4 Feuerknochen erhält, kann man sich daraus Obsidian craften. Und das war's auch. Mehr kann man damit nicht machen. Also, das ist kein Item, was das Spiel jetzt irgendwie verändert oder so. Ja, dann seht ihr hier, Race Minimap habe ich noch installiert. Und ansonsten war's das eigentlich schon. Und ich kann die Aufnahme gleich mal abbrechen, weil da ist jemand für mich. Kleinen Moment.